nach innen gerichtete Blick auf das Seelenleben der Menschen in diesen schwierigen Zeiten stand beim 19. Dialog der Academia Superior im Zentrum des Interesses. Niemand Geringeres als die renommierte Psychiaterin Primaria Dr. Adelheid Kastner konnte als Gesprächspartnerin für ein packendes Gespräch mit Universitätsprofessor Dr. Markus Hengstschläger gewonnen werden. Als Academia Supera beschäftigen wir uns mit den Fragen an die Zukunft. Die sind unglaublich vielfältig. Wir haben allein in den letzten Monaten über 300 Fragen bearbeitet in unterschiedlichen Settings, in Workshops etc. Dazu gehört die gesamtgesellschaftliche Perspektive, aber auch der Blick auf das Individuum ganz selbst, vor welchen Herausforderungen dieses auch steht. Und da ist natürlich mit Frau Primaria Kastner eine unglaubliche Expertin, eine Gesprächspartnerin, die wir sehr schätzen. Adelheid Kastner, eine ausgebildete Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, ist Primarärztin der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler-Universitätsklinikum in Linz. Ja, das war der große Irrtum der Aufklärung und das war der große Irrtum bei der Einführung des World Wide Web, ne? Dass jetzt die Leute alle unglaublich informiert werden. Genau. Das wollen offenbar nicht alle, dass sie neues Wissen in ihr Weltbild integrieren. Ich glaube, so muss man sagen. Weil unsere Basic Beliefs, also diese Grundüberzeugungen, mit der wir an die Dinge der Welt herangehen, die kriegen wir ja zum Teil kulturell tradiert, familiär tradiert, mit denen laufen wir durch die Gegend und wenn dann irgendwas daherkommt, was mit diesen Basic Beliefs schwer vereinbar ist, dann braucht es eine gewisse Offenheit, dass man sagt, okay, dann muss ich das halt einfach kübeln. Dann kann ich das nicht so aufrechterhalten, weil es offenbar, weil diese Grundüberzeugung oder diese Überzeugung, wie halt was funktioniert, durch die Fakten falsifiziert wurde. Das heißt aber, ich muss bereit sein, mich von liebgewonnenen, gehegten, gepflegten, gehätschelten Überzeugungen zu trennen. Und diese Änderung in einem Baustein meines Weltbilds könnte ja, um Gottes Willen, auch Änderungen in anderen Strukturen bedingen. Das heißt, vielleicht müsste ich dann überhaupt über manche Dinge anders denken. Und dann kommt ja vielleicht mein ganzes Gebäude irgendwie in Unordnung und wird einmal instabil, weil dann müsste ich mich ja fragen, passt dann das noch? Passt dann das noch? Und wenn man dann sagt, nein, mache ich nicht. Ich weiß genau, wie die Dinge sind, ich habe das immer schon gewusst. Und die kommen daher und behaupten, was, nein, das stimmt ja gar nicht. Und dann ist diese Abwehr von Fakten, die jetzt nicht für mich emotional stimmig sind, der einfachere Weg. Und es steht nirgends geschrieben, dass Menschen immer den schwierigeren Weg gehen. Adelheid Kastner will in ihrer Arbeit als Psychiaterin und Gerichtsgutachterin wissen, welche Motive den Handlungen von Menschen zugrunde liegen. Dabei ist sie immer noch und immer wieder neugierig auf ihr Gegenüber. Für sie gibt es nichts Spannenderes als Leute. Wenn man immer wieder was Neues entdecken kann, immer wieder neue Sichtweisen kennenlernt, immer wieder neue Arten, auch verquer zu denken, auf die man nie gekommen wäre. Und weil Menschen einfach nicht berechenbar sind und auch nie sein werden. Und weil man immer wieder sieht, wie was Lebensereignisse, die man nicht adäquat einordnet oder nicht einordnen kann, mit Menschen anrichten können. Die Themen des Abends reichten von Prognosen und Wahrscheinlichkeit, Gewalt gegen Frauen, doppelter Irrglaube in den sozialen Medien bis hin zu Intelligenz und Dummheit. Natürlich nehme ich mir mit, dass ich heute gelernt habe, dass auch intelligente Menschen dumme Entscheidungen treffen. Es war besonders spannend zu hören, dass man ja sagt, wenn jemand ein Verbrechen begeht, aber es intelligent, ohne Dummheit begeht, dann kann man es nachvollziehen, dann kann man vielleicht auch sozusagen damit arbeiten, auch sozusagen in der Psychiatrie. Aber wenn Dummheit ins Spiel kommt, dann wird es unberechenbar. Dann kann man das nicht mehr so nach den Regeln oder nach irgendeiner Norm abhandeln und dann wird es viel, viel schwieriger. Also die Kombination ist dann das, was die eigentliche Herausforderung in diesem forensischen Psychiatriefach ist. Was ich mir wünsche von der Politik zum Beispiel, ja, ist eine authentische Kommunikation. Eine andere Fehlerkultur, zu sagen, das haben wir falsch eingeschätzt. Ja? Das haben wir falsch eingeschätzt, weil wir mit dem damaligen Wissensstand das einfach auch nicht so einschätzen haben können. Im Nachhinein betrachtet war es ein Fehler.
Der Wunsch, den verstehe ich, der kommt oft. Das war das Thema nach klarer Sprache auch in der Politik, nicht eingelernte Worthülsen, sich als Kunde oder Wählerin oder Wähler anzuhören. Der Sehnsucht nach Klarheit ist halt in schwierigen Zeiten nicht immer gleich zu erfüllen, aber authentisch zu sein und auch einmal zum Beispiel Fehler zuzugeben, das ist etwas, was, glaube ich, in jedem Beruf und auch in der Politik wichtig ist. Knapp 400 Gäste im Südflügel des Linzer Schlosses verbrachten einen Abend, der von spannenden Einblicken, Witz und Tiefsinn geprägt war.